Ja, herzlich willkommen allerseits. Bei uns dreht sich heute alles um Schokolade, denn wir sind im Atelier Kakao. Nina Engel ist hier die Chefin. Atelier verheißt ja erstmal, dass es hier sich vielleicht um Kunstwerke handelt, die aus Schokolade hier hergestellt werden. Was ist das Atelier Kakao? Das könnte man vielleicht vermuten, das stimmt. Das beschreibt auch ganz schön unseren Ansatz. Wir sind Konditorin, das heißt, wir sind Handwerkerin, arbeiten mit Schokolade, aber wir versuchen auch was Schönes draus zu kreieren, zu gestalten. Das durchaus mit einem künstlerischen Ansatz und das gelingt uns hoffentlich auch. Also es ist ein Geschäft, ein Café, was selber herstellt. Ja, genau. Wir sind eine Manufaktur. Das heißt, wir produzieren ausschließlich eigene Produkte. Wir verkaufen in unserem kleinen Laden mit Kaffee Pralinentorten, Schokoladen, Eis, Baumkuchen, alles, was das kleine Naschherz, Katzenherz begehrt. Und ja, das eben in guter Bioqualität. Und das geht eigentlich nur handwerklich. Und als Bonus, damit man weiß, was man bekommt und wie das Ganze überhaupt funktioniert, kann man im Keller in der Produktion auch zuschauen. Wir haben große Fenster und bei Bedarf auch gerne mal reinkommen. Nun, ich habe mich hier schon mal ein bisschen umgeschaut. Es ist nicht einfach nur so Schokolade, sondern schon Schokolade mit dem besonderen Etwas, mit, was habe ich gelesen, rosa Pfeffer. Mhm. Was gibt es da noch alles? Wir arbeiten viel mit Blüten zum Beispiel, Lavendelblüten, Rosenblüten, die wir teilweise zu einem Karamell aufkochen, rüberstreuen. Lavendelzucker nennen wir das, das hat so ein schönes Aroma, das geht so ganz sanft in die Schokolade. Viele Gewürze, eben der Pfeffer, Chili ist sehr gefragt, kandierter Ingwer, also immer solche gegensätzlichen Geschmäcke. Die Schärfe des Gewürzes, die Süße der Schokolade. Wir haben aber auch ganz banale Sorten mit Nüssen oder so. Vieles aus Kundenwunsch entstanden und dadurch haben wir etwa jetzt 35 Sorten entwickelt. Mhm. Ja, und es kommen immer welche dazu. Die Schokolade möchte nicht mit allen Zutaten zusammenarbeiten, sozusagen. Zum Beispiel mit, womit nicht? Mit flüssigen Zutaten, das funktioniert nicht. Also wenn Sie zu Hause vielleicht schon mal versucht haben, Schokolade zu schmelzen im Wasserbad und dann kommt so ein bisschen Wasser rein und dann rührt man, dann wird es ein harter Klumpen. Das heißt, das Wasser mischt sich mit den trockenen Bestandteilen und man kann das eigentlich nicht mehr verarbeiten. Das heißt, ich muss alle Zutaten aus dem trockenen Sortiment wählen. Eben also Gewürze, Blüten, Nüsse. Wir haben aber auch Lakritzpulver zum Beispiel, was wir verarbeiten, was dann eingerührt wird. Und manche Sachen, wir haben auch schon eine, einfach so jetzt dem Biotrend folgend so eine Müsli-Mischung genommen oder so Knusperflocken und die werden eben sehr schnell pappig oder sie werden tatsächlich sehr schnell schimmelig aufgrund der Restfeuchtigkeit. Also man muss immer ein bisschen rumprobieren und manche Sorten finden wir tatsächlich auch sehr lecker, müssen sie aber rausnehmen, weil sie einfach keiner kauft. Das passiert auch. Da drüben steht ein Gerät, was sich mir jetzt nicht erschließt auf den ersten Blick. Das soll auch so sein. Sie sollen erst mal sehen, oh, es ist Schokolade. Was ist denn das? Ich komme mal näher. So, deswegen haben wir das schön ins Schaufenster gestellt. Das ist eine sogenannte Schokoladentemperiermaschine. Das heißt, ich kann Schokolade nicht einfach verarbeiten. Ich kann sie nicht schmelzen und dann in die Form gießen. Die wird dann sehr bröckelig. Die wird häufig sehr grau, wenn man das im Sommer schon mal gesehen hat, wenn die Schokolade so warm wird. Ich muss sie temperieren, also fachmännisch verarbeiten, runterkühlen, schmelzen. Und das leistet eben diese Maschine. Und jetzt könnte man diese Schokolade, die dort eben rausläuft, wirklich in eine Gussform gießen, in eine Beerenform, zum Beispiel eine Tafelform und dann fest werden lassen und dann habe ich mein Produkt. Und dass man schon mal einen Eindruck bekommt, wie das Ganze so vonstatten geht, haben wir das eben hier aufgebaut. Aha, geht es nur um den Eindruck oder machen Sie das hier auch von Zeit zu Zeit? Ab und zu machen wir das tatsächlich auch hier, genau. Da kann man ein bisschen zuschauen. Man kann natürlich im Keller immer zuschauen, aber auch hier oben dann, wenn wir exklusiv was machen. Wir schenken auch Schokoladenfondue aus mit flüssiger Schokolade. Die wird dann hier abgezapft, genau. Und dann werden hier Bärchen gegossen oder auch mal das Brandenburger Tor, was hier drin ist? Zum Beispiel, ja, das, was die Gäste so ein bisschen interessiert. Ne? Dass man einfach mal sieht, so wird das Ganze gemacht. Es ist kein großes Geheimnis, das ist aber eine große Kunst. Und es ist eigentlich auch viel Arbeit, aber wir wollen das natürlich mit so ein bisschen Leichtigkeit auch ausdrücken und den Gästen auch damit ein bisschen erklären, darum schmeckt es so gut, weil wir so viel Sorgfalt uns aufwenden. Und das erklärt natürlich auch ein bisschen den Preis, ne? Dass man nicht einfach sagt, ich gehe hin, bestelle mir einen großen Container, fertige Ware und verkaufe dir die für einen überteuerten Preis, sondern du bekommst auch was für dein Geld.
Ja, wir sind unter der Haube, das heißt, wir sind jetzt unten im Keller in der Manufaktur. Genau. Und hier hat Frau Engel schon mal eine kleine Schokoladenstraße aufgebaut. Der Weg des Kakaos, wo kommt er eigentlich her? Unser Kakao kommt aus Peru, aus Südamerika. Kakao wächst rund um den Äquator, wo das ganze Jahr das gleiche, sehr schwül, sehr feucht, warme Klima ist. Die Pflanze ist sehr empfindlich gegenüber Wetterumschwung und braucht eben so dieses wohlig, warm, schwüle Klima, um richtig gut Früchte tragen zu können. Und hier in diesen Schoten, da sind dann die kleinen Kakao. Bohnen drin. Bohnen drin, genau, Sie sagen es, die Kerne der Kakaofrucht, genau. Das ist etwa eine reelle Größe, die ist jetzt etwas eingetrocknet, etwas verkleinert. Hier sieht man auch ganz schön auf dieser Übersicht, wie die dann aussehen, wenn man die auslöst. Es sind sehr große Kerne im Verhältnis zu einem Apfel zum Beispiel, sehr wenig Fruchtfleisch. Diese Kerne sind eingebettet in so ein weißliches Fruchtfleisch, die Pulpa, sehr süß, sehr zuckerhaltig. Mhm. Macht man damit eigentlich irgendwas oder wird es nur weggeschmissen? Es gibt tatsächlich schon immer Versuche, jetzt damit was zu machen. Es gärt halt sehr schnell, was ein wichtiger Prozess ist. Diese Bohnen müssen fermentieren, dass wir sie überhaupt verwenden und verdauen können. Dafür ist dieses zuckerhaltige Fruchtfleisch wichtig. Man hat es bis jetzt noch nicht geschafft, das zu exportieren, aber es gibt Versuche, dass man damit irgendwelche Verpackungen herstellt oder so. Tatsächlich kann man, wenn man in so einem Land ist, wo Kakao wächst, das einfach mal so probieren, so essen. Das ist wirklich sehr, sehr nahrhaft, sehr saftig. Und die Bohnen selbst, die, wie man hier sieht, die liegen dann erstmal in der Sonne und werden ein paar Mal hin und her gewendet, dass sie schön abtrocknen? Ja, wenn sie fermentiert sind. Das heißt, man hat in altertümlicher Zeit, wo man so diese Kakaobohnen, Kakaofrüchte genutzt hat, rausgefunden, dass man sie eben besser verdauen, verarbeiten kann, dass diese schöne Kakaonote rauskommt, diese Bitterstoffe ausgelöst werden, wenn man eben diese Bohnen mit dem Fruchtfleisch fermentieren lässt. Das heißt, es gibt verschiedene Methoden. Man kann zum Beispiel so kleine Pakete packen, luftdichte Pakete aus Bananenblättern. Kakao wächst häufig mit Bananen oder Kaffee in Nachbarschaft, die so mit ihren großen Blättern diese Pflanzen vor der sengenden Sonne schützen. Einfach ein Paket packen, das dauert mehrere Tage, wird 50, 60 Grad warm. Dann zersetzt sich eben das Fruchtfleisch und diese Bohnen sind dann fertig. Und dann werden sie ausgebreitet in Gegenden wie in Afrika zum Beispiel, wo es so gut wie gar nicht regnet, einfach tatsächlich auf dem Boden zum Trocknen. Müssen ständig gewendet werden, dass sie nicht schimmeln, dass sie aber auch nicht noch genug Restfeuchte haben, dass sie schön aromatisch bleiben. Was sind jetzt diese beiden Schälchen? Das sind im Prinzip die Bestandteile der Schokolade gewonnen. Also das sind eben die Kakaobohnen, die wir hier haben. Und das ist der Inhalt der beiden Kakaobohnen, wenn man so will. Also Kakaobutter, das Fett aus der Kakaobohne. Und jetzt, das ist jetzt die Kakaomasse, aber man kann sagen, man kann daraus das Kakaopulver gewinnen. Ne? Kennt man zum Beispiel Kakaopulver stark entölt, kann man in der Backabteilung häufig zum Beispiel kaufen. Das heißt also, um den größten Anteil der Kakaobutter separiert. Die ist dann ausgepresst, die kann ich wunderbar an die Kosmetikindustrie zum Beispiel verkaufen, kann ich viel Geld machen und meine Schokolade dann billiger, mache ich andere Fette rein zum Beispiel. Und wenn man das eben nicht will, im Verarbeitungsprozess ist es so, dass die Schokolade zart schmelzen und feiner wird, wenn man eben trotzdem die Kakaobutter auspresst und nachher dann erst die trockenen Zutaten mischt, also Kakaopulver, Zucker, eventuell Milchpulver für die Milchschokolade und dann das Ganze walzt und rührt und durch diese Reibung wird es flüssig und dann kommt die flüssige Kakaobutter zu und dann gibt es eben diesen schönen Schmelz nachher. Machen Sie das eigentlich auch selber? Also gewinnen Sie auch die Kakaobutter aus den Bohnen? Nee, das ist ein sehr langer, sehr aufwendiger Prozess, technisch weit fortgeschritten, technologisiert. Das ist für uns so ein ganz anderes Berufsfeld eigentlich. Und wir haben lange gesucht, bis wir eine Kuvertüre, eine Rohschokolade gefunden haben, die unseren Ansprüchen soweit entspricht, die eben nur das enthält, was sie enthalten muss, also Kakao und Zucker. Und hier sehen wir jetzt diese sogenannten Kellets, diese halbkugelförmigen Drops. Das ist das, was wir letztendlich erst kaufen. Da fängt jetzt unsere Arbeit an, also das perfekte Verfeinern, das Temperieren, so diese, den letzten Schliff eben bringen in das Endprodukt. Und unsere Maxime ist eben, unser Kakao kommt aus dem fairen Handel aus Peru. Das heißt, ein Teil des Geldes geht wieder zurück an die Kleinbauern, die sich eben die ganze Arbeit mit den Pflanzen auch machen, dient dem Aufbau der Infrastruktur. Und dafür zahlt unser Kunde mit, für diese ganzen Prozesse, die zwischendurch nötig sind. Und das ist uns eben damit wichtig. Und dann sagen wir, dann machen wir die Kuvertüre nicht selbst, sondern kümmern uns lieber darum, dass das Ganze gut vermarktet wird. Auch. Ja.